die Vorrednerin hat ja schon ein Thema angesprochen, das uns auch sehr am Herzen liegt, die Freiheit der persönlichen Entfaltung. Die nächsten beiden Redner sind Roman und Selor. Und sie sind von menschliches Potenzial und ja, ich darf sie jetzt auf die Bühne bitten. Hallo, grüß euch. Ich bin der Roman, die Selor ist auch schon da. Schön, dass wir hier sprechen dürfen. Da wir schon ein bisschen älter sind, haben wir zwei Sessel bekommen. Das begrüßen wir sehr. Die Vorrednerin hat ja schon ein Thema angesprochen, das uns auch sehr am Herzen liegt, die Freiheit der persönlichen Entfaltung. Und bevor ich da ein bisschen was drüber erzähle, sagst vielleicht du mal ein paar Worte über dich, Selor. Ja, schönen guten Abend. Ich war ja vor 2 Wochen, glaube ich, hier. Also, und das war so eine schöne Energie hier und jetzt haben wir eben spontan gesprochen und ich habe den Roman jetzt gerade vor einer halben Stunde gebeten, weil wir im Büro waren, komm doch mit, ich glaube, wir können hier einiges mit euch teilen und ich freue mich, dass du jetzt heute sprichst, weil ich habe es ja durch dich kennengelernt und ich denke mir, die Idee hinter dem ganzen menschliches Potenzial zu fördern, das ist so wirklich Clarissa, gell? Weil sie die vorher gesprochen hat. Die hat uns aus dem Herzen wirklich gesprochen. Wir haben teilweise idente Sätze, gerade am Nachmittag, miteinander geredet. Also Synchronizität oder Verbundenheit, das nimmt immer mehr zu und das ist einfach schön. Danke. Ja. Was mich auch irgendwie, weiß nicht, wo sie jetzt sitzt. Sitzt sie da? Was mir bei ihr sehr gut gefallen hat, ist, was sie über die Schule gesagt hat. Ich bin ja selber auch Schulabbrecher, unter Anführungszeichen. Ich habe also insgesamt heiße 8 Jahre Schulbildung und 2 Monate insgesamt, weil nach der Grundschule und der Hauptschule, damals die IGS Atzgersdorf, bin ich dann noch 2 Monate auf die HTL Mödling gegangen. Dort gab es dann einen Mathematikprofessor, der mich sehr stark ans Dritte Reich erinnert hat. Und der Reihe nach die Kinder an die Klasse zitiert hat, um sie dann dort Chorapublikum vorzuführen. Und das hat mich dann seelisch ziemlich mitgenommen. Ich bin dann irgendwann einmal nach Hause gekommen, habe mich in meinem Zimmer eingesperrt. Und dann ist mein Vater reingekommen und hat gefragt, was ist mit dir? Ich habe gesagt, auf diese Schule gehe ich nicht mehr. Und da hat er zu mir gesagt, na, überlegst du noch bis morgen. Am nächsten Tag bin ich dann zu Hause geblieben in meinem Zimmer, bin einfach nicht in die Schule gegangen. Dann hat er angefangen mit mir zu diskutieren. Irgendwann dann habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, mir ist alles vollkommen egal, aber auf diese Schule gehe ich nicht mehr. Und dann hat eigentlich meine Laufbahn, es hat den Anarchisten auch in ihn geweckt. Er ist dann irgendwann zum Stadtschulrat gegangen und hat mich quasi von der Schule, weiß nicht, wie er das organisiert hat, aber irgendwie freigemacht. Und dann hat eigentlich mein Leben in die Selbstständigkeit begonnen, relativ früh. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil dadurch, dass ich nur so kurz in der Schule war, musste ich über alles selber nachdenken, alles selber erfinden, alles selber für mich definieren. Und das war schon ganz spannend. Ich bin dann jüngster Disc-Jockey bei Ö3 geworden. Da habe ich dann so kleine Kassetten fabriziert. Die habe ich an den Hans Leitinger vom Ö3-Wecker geschickt. Und das habe ich so lange gemacht und ihn so lange angerufen, bis er gesagt hat, bevor Sie noch weiter anrufen, Herr Badivi, weil das halte ich nämlich nicht mehr aus, kommen Sie einfach vorbei. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich dort einen Job gekriegt. Und so habe ich mir eigentlich einen Job nach dem anderen selber beigebracht. Ich war dann Kreativdirektor einer Werbeagentur. Ich habe mich dann irgendwann angefangen für das Thema Stromerzeugung zu interessieren, habe dann 3 Kleinkraftwerke als Generalplaner
hochgezogen. Aber ich habe auch zu dieser Zeit selber gelernt. Also gelernt habe ich schon, nur habe ich mir selber ausgesucht, was ich lerne. Das ist der Unterschied. Und das hat mir gefallen. Und deswegen bin ich auch nicht gegen Schule. Ich bin nur kein besonderer Freund davon, alle Menschen über einen Kamm zu scheren und eben diese ganzen Fähigkeiten und Talente, die in den Menschen schlummern, dann so, man kann schon fast sagen, zu planieren oder zu begraben. Wobei das ja vielleicht aus der Perspektive vieler gar nicht aus Bösartigkeit passiert, sondern die laufen halt einfach mit im System und machen das und spüren gar nicht, was hier passiert. Und ich habe dann 1997 mein erstes Internetunternehmen gegründet. Damals war es so, dass ich mir irgendwann mal beim Fernschauen gedacht habe, aha, was passiert hier eigentlich? Das schaut alles sehr ähnlich aus und ich habe mich da irgendwie gewundert, warum das eigentlich lauter verschiedene Sender sind, weil die würden eigentlich mit einem Sender auch auskommen. Das würde extrem Geld sparen, wäre sehr effizient. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir da eine neue Fernsehkultur etablieren, und in dem Zusammenhang sind wir dann auf das relativ junge Medium Internet gekommen, also wir reden von 1997, und haben dann angefangen, so einfach mit Videokameras selber mal zu filmen, eine Videokultur zu prägen, und später ist dann auch ein Internetunternehmen geworden. Der Name dieses Unternehmens war Web3TV, und wir wollten eigentlich das machen, was YouTube heute gemacht hat, sind dann auch auf Investoren gestoßen, die haben es sehr eilig gehabt mit uns. Das habe ich damals nicht alles verstanden, wie das funktioniert, aber es war sehr lehrreich. Und das haben wir jetzt bei der neuen Idee, wo wir heute auch dankenderweise, danke den Veranstaltern auch, hier die Möglichkeit haben, ein bisschen was zu erzählen, bei der neuen Idee ein bisschen anders gemacht und sehr darauf Acht gegeben, welche Leute da involviert sind. So, und worum geht es bei dieser Idee? Bei dieser Idee geht es um nicht weniger als menschliches Potenzial weltweit verfügbar zu machen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, dass in jedem von uns wirklich ganz tolle und ganz viele Möglichkeiten schlummern. Wir haben herausgefunden, pro Person, pro einzelnen Menschen sind das durchschnittlich 100 Potenziale. Ja? Und mit jedem Potenzial ist etwas gemeint, was anderen Menschen nützen kann, was anderen Menschen helfen kann, wo wir weiterkommen, wo wir Spaß haben, wo wir kreativ sein können, wo wir auch wirtschaftlich interagieren können, wenn wir das wollen. Wir müssen es nicht. Ja? Und wir werden, sage ich einmal, in dem System, ja, in dem wir jetzt leben, im Moment maximal mit 2 oder 3 Potenzialen wahrgenommen. Nämlich mit dem, was am Türschild steht in unserem Büro, und erfahrungsgemäß noch mit einem Hobby und einem Ziel. Das ist etwas, was wir herausgefunden haben. So haben wir mit Creality angefangen, nämlich so, dass ich einfach auf die Straße gegangen bin und Menschen gefragt habe, was ist dein Potenzial? So hat das einmal in der Stunde Null angefangen, abgesehen davon, dass einige geglaubt haben, das hat irgendwas mit Elektrotechnik zu tun, ja, sind dann die übergeblieben sind, da war die Liste relativ kurz. Also bei 95% der Menschen, die ich befragt habe, sind 3 Potenziale pro Person rausgekommen. Da habe ich mir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Das kann ja nicht sein, dass die nur 3 Dinge in ihrem Leben je gemacht haben, können, wollen, wissen. 3 Dinge, das kann ja nicht sein. Aber das war wirklich die kollektive Wahrnehmung. Und dann gab es 5%, und das war sehr interessant, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, geschlechtsunabhängig, alles von allen Dogmen befreit, also nicht nachvollziehbar, wieso und warum. Und die haben wirklich eine extrem lange Liste gehabt. Ich habe die Frage gestellt und die haben überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden. Ich kann das, ich habe das begonnen, ich habe diese Ausbildung, ich will dahin, ich kenne den, ich mache das, interessierst du dich für das? Und ich habe gedacht, was ist das? Was unterscheidet diese Menschen von den anderen? Sind die irgendwie anders? Nein, die sind nicht anders. Wir sind alle sehr ähnlich. Ja? Wir Menschen haben alle echt was am Kasten. Und der Unterschied zwischen den 5% und den 95% ist, dass die aus irgendeinem Grund Zeit gehabt haben, in ihrem Leben drüber nachzudenken, ja? Und sich das erlauben und sagen, okay, da habe ich diese Ausbildung angefangen, die habe ich abgebrochen. Gut, aber ich kann was. Dann helfe ich meinem Nachbarn immer bei dem, das kann ich eigentlich auch. Dann mache ich noch das, das kann ich eigentlich besser als meinen Beruf und eigentlich mache ich es auch lieber.
und so weiter und so fort. Also die wissen das alles. So. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie können wir die ganze Welt in einen Zustand versetzen, wo die Menschen sich selber so wahrnehmen wie diese 5%, ja? Wo die Liste dann wirklich so lang ist, ja? Wo die Menschen das wissen und wo sie es anderen erzählen und andere mit ihnen drüber reden und die dann ihre Sachen miteinander machen können. Nämlich all das, wovon wir träumen. Wie bringen wir das zusammen? Und dann war mir relativ schnell klar, allein im Internet wird das nicht funktionieren. Ja? Ja? Und warum wird es im Internet nicht funktionieren? Weil das ein zutiefst menschlicher Prozess ist. Ja? Das ist so intim und das hat was mit Menschen zu tun. Also muss ich die Menschen wieder zusammenbringen. Ja? Also wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir eine Art Workshop entwickelt, den sogenannten Potenzialcheck, wo die Menschen durch ein strukturiertes Verfahren gehen. Ja? Aber es ist nicht so, dass wir ihnen etwas sagen. Wir sagen ihnen nicht, das müsst ihr machen oder das wollen wir von euch oder hört uns zu, sondern wir drehen den Spieß um, wir hören ihnen zu. Wir hören ihnen zu, was sind ihre Erfahrungen, was sind ihre Fähigkeiten, was sind ihre Kontakte, was sind ihre Ziele, was ist ihre Lebensvision, ja? Was macht diesen Menschen aus? Und das haben wir in 7 Kategorien unterteilt, damit wir hier einen Standard haben, den wir dann auch global kommunizieren können. Also man muss sich das so vorstellen wie Schubladen bei Lego, da habe ich die gelben Steine, die roten, die grünen, die blauen, da tue ich sie rein. Und nachher kann ich nämlich etwas machen, dann kann ich sie wieder zusammensetzen, diese Steine. Ich kann sie zu Projekten zusammenstecken, ich kann sie zu Initiativen zusammenstecken, ich kann sie zu Berufen zusammenstecken, ich kann sie zu Beziehungen zusammenstecken. Ich kann mit diesen Lego-Steinen alles machen, so wie ich mit Atomen jedes Molekül formen kann. Also wir haben eine Art Lego-Baukasten für den Geist entwickelt. Potenzialcheck ist es so, dass jede Person durchschnittlich mit 100 Potenzialen rausgeht bei der Tür. 100 ist der Durchschnitt. Ja? Und dann kommt das Ganze auf eine Plattform, wo jeder das abrufen kann. So, soweit einmal die Theorie und das haben wir dann auch umgesetzt und Creality ist einen langen Weg gegangen, weil ich kann mich noch erinnern, meine erste Präsentation, das war auch ganz lustig, da habe ich die Vision erzählt, dann ist neben mir ein Programmierer gesessen, der hat gesagt, super, das ist die beste Idee seit 5 Jahren, die ich gehört habe, aber leider nicht technisch nicht umsetzbar. Und das hat ihn dann so geärgert, dann hat er mich ein halbes Jahr später angerufen und gesagt, diese Nuss will ich knacken, ja? Das interessiert mich und damit hatte ich meinen ersten Mitarbeiter, weil Geld hatten wir eigentlich nie. Und gleichzeitig mussten wir da wirklich eine Menge Infrastruktur schaffen und bis zum heutigen Tag ist Creality komplett unabhängig, also rein von privaten Investoren finanziert, obwohl es eine GmbH ist, aber das hat andere Gründe, strukturelle Gründe. Und diese Unabhängigkeit möchten wir auch gerne weiter behalten, also wenn ihr uns in irgendeiner Form unterstützen wollt mit Potenzial, mit Möglichkeiten, was auch immer, freuen wir uns sehr. So, und das ist jetzt etwas, wozu wir euch einladen, weil der Potenzialcheck kostet kein Geld. Ihr entscheidet selber, was euch das wert ist. Und damit haben wir eigentlich schon den Schritt in die neue Welt gemacht, weil wir gesagt haben, menschliches Potenzial muss für alle verfügbar sein, muss für alle da sein und für alle frei zugänglich. Und genauso wie ich in Google heute nach einer Webseite suchen kann, soll es in Zukunft an jedem Platz der Erde möglich sein, menschliches Potenzial und menschliche Möglichkeiten abrufen und die auch zu nutzen. Das ist das, was wir machen. Ja? Wunderbar. Ich möchte an der Stelle noch sagen, wir waren, also ich durfte jetzt auf Tour gehen ein paar Tage und zwar mit dem lieben Franz, mit dem Franz Hörmann und mit einigen Freunden. Wir waren in Imst und in Dornbirn, auch mit dem neu entstehenden Verein Ubuntu und da werden wir vielleicht in den nächsten Wochen einmal bei einem Montag jemand dazu auch ein bisschen mehr sagen, nämlich ich bin, weil wir sind eins. Ich denke, wenn die Menschheit in diese Richtung blickt, dann können wir uns auch zusammen in die Richtung entwickeln. Ja. Und ich blicke jetzt gerade in eure freundlichen Gesichter und vor allem in diese Augen. Wir sagen ja, Augen sind die Seele, das Fenster zur Seele. Und ich übermittle euch einfach nur die Grüße aus den Leuten in Imst, die Friedenswache dort organisieren und ich war total erstaunt. Die haben echt meinen Respekt,
weil Imst hat ungefähr 10.000 Einwohner und die haben bei den Mahnwachen fast 40, 50 Leute und mehr, machen das jeden Montag. Und die haben mich jetzt eingeladen und ich werde mit der Gruppe dort am 7. Juli einen Potenzialcheck machen, dass sie untereinander sich auch mehr transparent sehen, dass sie sich noch besser zu Gruppen und zu Synergien finden und nachher auf die Mahnwache dort in Imst gehen, weil ich will mir das anschauen. Und danach ging die Reise weiter zum Top-Info-Forum. Ich weiß nicht, ob ihr die Veranstaltung kennt, beschäftigt sich mit alternativen Wirtschafts- oder Geldsystemen. Da findet in Veranstalter ist ein Salzburger, ganz ein lieber Kerl, super süßer Familienvater, heißt auch Franz. Und die organisieren den Samstag auch ein Top-Info-Forum mit unglaublichen Sprechern in Wiener Neustadt bei Wien. Also ich kann, wer vielleicht noch flexibel ist und hingehen kann, bitte geht's hin. Also wir sind dort vor Ort. Andreas Popp ist dort auch unter anderem. Das weiß ich nicht, aber der Joe Kreisel ist dort, der Professor Franz Hörmann, der Harvey Friedman, der jetzt das Buch geschrieben hat, Banksters Club. Jonah da, der sich beschäftigt mit Antike und verbotener Archäologie, also Dinge aus der Antike, die wir halt in den Schulen wahrscheinlich aus Zeitgründen oder so nicht gelernt haben oder was auch immer, es war jedenfalls nicht über die Geschichte der Menschheit. Also es sind sehr viele Referenten. www.topinfo.at. Wir haben es an alle unsere Mitglieder geschickt, auch im Newsletter, dass sie das wissen, weil ich denke, das sind eben alternative Medien, wo wir uns gemeinsam informieren, aber vielleicht nicht alle zusammen hinterm Computer, sondern auch gleich dort uns mit mehreren hundert Leuten auch persönlich begegnen. Es geht ja nicht nur um die Referenten. Also mir ist es so gegangen in Dornbirn, spannend waren die Leute, die dort waren, die Teilnehmer, die dort hingegangen sind, um zuzuhören. Das waren unglaubliche Gespräche und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und auch in Dornbirn hat sich das so dynamisch ergeben und da sind wir jetzt eingeladen. Ich werde am 13. dort einen Check machen für die Gruppe, die dort die Friedensmahnwachen realisiert hat, dass sie sich besser noch untereinander austauschen können. Und am Montag drauf, am 14. gehen wir auch dann zusammen zur Friedensmahnwache. Und ich glaube, das wird jetzt total lustig, diese Städtetour durch Österreich. Eigentlich kann jeder von uns ja dann überall hinfahren. Und ja, ich glaube, das ist der Anfang. Und ich freue mich auch auf die Gespräche jetzt danach. Und ich freue mich auf die Sprecher danach, weil ich bin auch durstig nach Wissen, was hier noch für Themen angesprochen werden. Und ich bin überzeugt, das sind alles wieder Herzensthemen, die uns alle berühren. Dankeschön.